Hallo zusammen, Thomas hier. Was fällt dir spontan zu Venedig ein? Rialtobrücke? Markusplatz? Massentourismus? Ich zeige dir das fotogene Venedig, in das sich keine Touristenmassen verirren. Ich zeige dir die wirklich schönen Brücken und Kanäle, die kaum ein Tourist findet. Ich gehe mit dir zu den Glasbläsern nach Murano, wo wir die Glasbläser bei ihrer Arbeit fotografieren können. Ich gebe zu, Markusplatz und Rialtobrücke machen wir auch, aber das nur zur blauen Stunde, wenn es dort morgens leer ist. Und für all das ist der Januar die perfekte Zeit mit den wenigsten Touristen. Die Touristen des Jahreswechsels sind schon längst wieder weg und die Touristen für den Karneval, die sind noch gar nicht da. Ich war inzwischen schon Monate in Venedig und ich weiß ganz genau, wann und wohin wir gehen müssen, um in Venedig die besten Fotos zu machen. Auch nicht ganz unwichtig, unser Hotel ist für alle unsere Fotoexkursionen perfekt und zentral gelegen. Wichtig, unser Hotel kann uns die reservierten Zimmer nur bis Anfang, Mitte November reserviert halten. Deshalb, wenn ihr Venedig immer schon mal richtig gut und ohne Massentourismus fotografieren wolltet, dann solltet ihr euch einen der wenigen letzten Plätze sichern und mitkommen auf die Fotoreise nach Venedig im Januar nächsten Jahres.